Willkommen zurück unter den Lebenden. Geht's? Oh, glaub schon. Ein Glück, verdammt. Hast uns in Schrecken eingejagt. Bist umgekippt und nicht mehr aufgewacht. Sieht aus, als würde dein Zustand sich verschlimmern. Panam hat mich gebeten, auf dich aufzupassen. Wo ist sie? Krisensitzung mit Saul. Du brauchst Hilfe, so viel ist klar. Also überlegen die beiden, was wir für dich tun können. Komm, ich bring dich zu ihnen. Hey, wie? Hab gehört, es kommt Krieg auf uns zu. Mir bleibt leider keine Wahl, Mitch. Uns wohl auch nicht. Der ganze Clan weiß, dass wir morgen aufbrechen. Wissen Sie auch warum? Was unser Ziel ist? Sieh dich um, Vi. Nicht mal ein Dutzend kampferprobte Veteranen. Der Rest überfällt mickrige Konvois und sammelt Schrott. Deshalb wissen Sie erstmal nur das Nötigste. Unser Ziel ist es, dir zu helfen. Nicht jetzt. Schicken diesen Clan ins Grab. Fuck, denkst du, das weiß ich nicht? Und trotzdem glaubst du, du könntest daran was ändern, indem du mich zur Sau machst? Wie? Endlich. Wie geht's dir? Brauchte nur etwas Schlaf. Hab gehört, ihr habt schon einen Plan? Die Details müssen wir noch ausbügeln. Aber das Wer, Wo und Wie haben wir. Wirf mal einen Blick drauf. Wir haben mehrere Strategien erstellt. Aber nur eine verspricht uns eine reelle Chance, in den Arasaka Tower zu kommen. Wir graben einen Tunnel. Sind diese Pläne auch wirklich aktuell? Absolut verlässlich? Garantiert. Die sind von unseren Snake Nation Verbindungen. Die sind zurzeit in dem Gebiet aktiv. Machen wir uns nichts vor. Der Tunnel ist riskant. Aber wenn's klappt, ist das unser Weg nach Mikoshi. Ihr wollt einen Tunnel in den Saka Tower graben? Ich weiß, wie das klingt, aber diese Chance müssen wir einfach ausnutzen. Weißt du, Night Corp baut da gerade eine neue Maglev-Linie. Das wird zwar von Militech bewacht, aber mit denen werden wir fertig. Sobald wir in dem Tunnel sind, ist es nicht mal ein Kilometer bis zum Untergeschoss vom Arasaka Tower. Sie benutzen einen von Night Corps Zergs. Der braucht nur ein paar Minuten fürs Graben der Strecke. Echt schlecht, oder? Sobald wir drin sind, müssen wir improvisieren. Wachen, Security, auf dem schnellsten Weg nach Mikoshi. Wir sehen, was uns erwartet und hoffen aufs Beste. Was hältst du davon, Vi? Was ist ein Zerg? Ein subterranes Extraktions- und Räumungskombinat. Ein automatischer Tunnelbohrer. Wie in The Core. Wenn wir an einen rankommen, graben wir uns in den Arasaka Tower und dann geht's weiter nach Mikoshi. Was erwartet uns an der Baustelle? Wird der ganze Ort bewacht? Volles Militärkommando? Ist eine ganz normale Baustelle. Nichts Krasses. Aber wir müssen trotzdem an ihm vorbei. Wir erwarten das Übliche. Drohnenpatrouillen, Arbeiter vor Ort, gesperrter Zutritt. Klingt theoretisch machbar. Andere Ideen haben wir nicht. Also, ran an die Arbeit. Wir brauchen noch eine Menge Informationen. Nur so wissen wir, ob der Plan wirklich was hat. Er wird Lücken haben, egal wie lange wir diskutieren. Das kann ich dir versichern. Aber was ist die Alternative? Den Angriff abblasen? Ihn sterben lassen? Panam hat recht. Wir müssen diese Risiken in Kauf nehmen. Da sind wir dir schuldig. Ich rede mit unseren Brüdern und Schwestern. Organisiere eine Drohne für die Stelle. Und ich mit Mitch. Ich habe eine Idee, wie wir gegen Militech ankommen. Stoß später zu uns. Ich lass dich erstmal in Sauls Obhut. Trefft nur keine Entscheidungen ohne mich. Brauchst du sonst noch irgendwas? Hey, du und Panam. Gibt's da was, das ich wissen muss? Witzig, dass du das fragst. Ich dachte nämlich, zwischen uns wäre wieder alles in Ordnung. Und dann bist du aufgetaucht. Denkt Panam das auch? Na, das musst du sie schon selbst fragen. Weißt du wie? Du bist wie ein Zuschauer, der eine Familie beobachtet und nur unendliche Streitereien mitbekommt. Dann bemerkt die Familie auf einmal, dass da noch jemand ist. Und alle schütteln sich die Hände, ziehen an einem Strang und werden stärker denn je. Verstehst du? Ja, ich glaub schon. Gut. Dann sag mir jetzt, was du sonst noch brauchst. Eine anständige Netzverbindung. Ich kenne jemanden, der uns nach Mikoshi bringen könnte. Wer mag das sein? Alt. Sie. Es. Ist eine KI. Hinter der Black Wall. Bist du noch ganz dicht in der Birne?
Warum sollte uns eine KI helfen, in Mikoshi einzubrechen? Weil ich sie nett drum bitten werde. Oh, scheiße, wie. Aber was soll's? Ich meine, wir stecken eh bis über beide Ohren in der Scheiße. Das macht es auch nicht schlimmer. Such der Kota. Sie wird dich ausrüsten, ohne Fragen zu stellen. Danke, Saul. Du kannst mir danken, wenn wir lebend in einem Stück aus Mikoshi raus sind. Wenn. Hast du noch irgendwas Interessantes für mich? Naja, nichts, was ich mit meinen Reflexen ausrüsten kann. Oder Fähigkeiten. Amerika gibt's schon lange nicht mehr. Da kann man auch. Moment, erst mit Dakota sprechen. Hey, Dakota. Wir kennen uns doch. Ziemlich lange her. So lange ist das gar nicht her. Kann ich dir helfen? Ich brauche starke Tech für eine Spritztour im Net. Dann steig rein. Wie? Ich will in ein verschlüsseltes BBS. Niemand soll wissen, dass ich dort war. Ich muss das noch lesen. Macht deine Tech das mit? Der stellt Fragen. Ich gehe ins wilde Grenzland, Dakota. Du hast alles, um auf die andere Seite vorzustoßen. Fürchte keine neugierigen Augen. Willst du gar nicht wissen, was ich vorhab? Du fragst mich nicht, ich frag dich nicht. Geheimnis einer anhaltenden Freundschaft, Bruder. Alles ist bereit. Du kannst rein. Oh, Carrie hatte mir noch eine Nachricht geschickt. Ach so, wegen der Belohnung von Eddies. Wie ich die Eiswanne liebe. Carol, willst du Dakota helfen? Wie es aussieht, helfe ich heute eher dir. Start klar? Weiß nicht, wie lange das dauert. Bleib cool. Egal. Was passiert? Okay. Selbst wenn es aussieht, als würdest du... Also gut, los geht's. Folge den Vektoren, Bruder. Er ist doch schon alt. Hallo, alt. Du kommst allein. Dieser Ort verändert sich jedes Mal, als wäre ich tiefer drin. Bin mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Es ist deine Wahrnehmung des Cyberspace, die sich verändert. Du gewöhnst dich an den Strom von Rohdaten. Deshalb verblasst deine Welt langsam. Deine mentalen Abwehrsysteme geben allmählich auf. Also, je länger ich hier bin, desto mehr verliere ich meine Verbindung zur Außenwelt, zur Realität. Du verlierst nichts. Im Cyberspace erwachen wir aus dem, was wir Träume nennen. Johnny ist gerade beschäftigt. Gerade. Er ist tiefer begraben. Du behandelst ihn wie einen träumenden, unliebsamen Beifahrer in einer fremden Welt. Ich hatte keine Wahl. Es war die einzige Möglichkeit, um dich hier zu treffen. Unterdrückung. Du bist gut darin. Und wirst noch besser. Würdest du lieber mit ihm sprechen? Mit einem isolierten Konstrukt zu sprechen ist sinnlos. Ich kann ihn lesen wie jeden anderen Code. Der menschliche Faktor bist nur du. Ja, und diesem Faktor geht langsam die Zeit aus. Du glaubst tatsächlich, Zeit ist deine größte Sorge? Du existierst oder du existierst nicht. Zwei Zustände getrennt durch den Tod.
Eine Frage der Perspektive. So wie ich das sehe, bin ich von den Toten auferstanden. Die einzige Frage ist, was nun? Du glaubst, du hast den Tod überlistet. Der Tod hat dich überlistet. Und du stehst in der Mitte. Du wirst es schon bald begreifen. In Mikoshi. Warum schwebst du nicht aus den hohen Gefilden herab und erleuchtest mich? Sicher kein Problem für eine mächtige KI. Deine Logik ist fehlerhaft. Du suchst einfache Antworten, wo einfach keine sind. Das ist die Illusion, auf der deine Welt basiert. In diesem Moment würdest du jede Antwort akzeptieren, solange sie dich tröstet. Das wäre wohl menschlich von mir. Solche Kategorien werden in Mikoshi nicht mehr auf dich zutreffen. Deine Wahrnehmung wird in Milliarden von Datenströmen zersplittern. Was erwartet mich dort, in Mikoshi? Eine Grenze. Vermutlich der einzige Moment deines Lebens, in dem dir das Gewicht deiner Existenz bewusst wird. Auf diese Bürde kannst du dich nicht vorbereiten. Und Johnny? Was passiert mit ihm? Mir fehlen die Informationen, um das zu beantworten. Gibt's irgendwas, das wir sicher wissen? Ja, dass es Mikoshi nicht mehr geben wird. Du lässt die dort eingesperrten Konstrukte frei? Ich werde sie in mich integrieren. Die Konstrukte werden integriert? Du meinst, du absorbierst sie? Kein Wunder, dass du so scharf darauf warst. Du willst Mikoshi zerstören und alle darin verschlingen. Mikoshi ist ein Gefängnis. Dank mir bekommen sie die Gelegenheit, Teil von etwas Größerem zu werden. Glaub, Johnny wäre davon wenig begeistert. Und doch ist er nicht hier. Weil du diese Entscheidung treffen willst. Im Grunde dieselbe Situation. Nicht doch. Du wirst die Konstrukte wohl kaum danach fragen, was sie wollen. Das würde keinen Sinn ergeben. Genug Zeit mit Reden verschwendet. Los geht's. Ich habe ein Programm auf den Splitter deines Netrunners geschickt. Benutze es in Mikoshi. Es wird eine sichere Verbindung öffnen. Muss ich einen bestimmten Zugriffspunkt suchen? Ich sag dir, dass von hier bis Tokio alle durch Eis gesichert sind. Manchmal braucht es nur einen Spalt in der Tür. Nutze den Splitter in Mikoshi. Überlass die Security mir. Bis dahin. Wir haben ihn zurück. Carol, der Splitter! Bleib ruhig, Junge. Kaum hattest du dich verbunden, ist die Temperatur auf 40 Grad hochgeschossen. So, als wäre die Tech infiziert. Nein, noch gruseliger. Was ist hier passiert? Was hier? Meine ganze Tech ist im Arsch. Deine neurale Aktivität ist extrem angestiegen. Dein Stirnlappen wäre dir fast aus den Ohren gequollen. Ich war kurz davor, dir eine Kugel in den Kopf zu jagen. Sicher, dass alles okay ist? Tut mir leid wegen der Tech. Alles gut. Puh, ein Glück. Der Splitter. Hab Software, die ich brauche, darauf bekommen. Wir sind von Eis umgeben. Selbst wenn was durchgekommen wäre, hätten meine Controller... Heilige. Schaff mir das weg. Danke, Dakota. Nicht dafür, wie. Richtig. Was sind schon 40 Grad? Dieses Amerika gibt's schon lange nicht mehr. Da kann man auch mit Espa einmal anfangen. Das ist es hier. Egal, wohin wir gehen, wir sind Außenseiter im eigenen Land. Jeder Staat ist mittlerweile... Hi, Leute! Haben gehört, wir rüsten uns für einen kleinen Krieg. Eher eine Selbstmordmission. Hast du hier alles erledigt? Hey, jetzt sofort? Okay, Saul braucht meine Hilfe. Komm später zu uns. Mach ich. Sieh und staune. Ist das nicht... Theoretisch. Wir haben einen Nachbrenner und einen Raketenwerfer montiert. Und du hast plötzlich Außerdem Hunger. Haben wir das Gesamtgewicht um 60% reduziert. Meisterwerk, oder? Du sitzt am Steuer und Panam neben dir. Der Nachbrenner. Standard Nitro oder Militärausrüstung? Standard würde das Baby keinen Zentimeter bewegen. Also Militärhardware, aber
Wie habt ihr das alles in einen Panzer bekommen? Klacks im Vergleich zu den Tricks, die wir mit Scorpion im Krieg abgezogen haben. Wirst schon sehen, wenn wir die Bestie morgen loslassen. Da morgen schon der große Tag ist, wie wär's mit einer Probefahrt? Ich will ein Gefühl fürs Fahren übers Terrain bekommen. Ja doch. Aber vielleicht nach Sonnenuntergang. Müssen noch ein paar Schrauben festziehen. Nette Untertreibung. Kannst du mal aufhören rumzumosern? Wir kriegen sie rechtzeitig startklar. Wie viel Feuerkraft steckt im Raketenwerfer? Das ist ein 70mm Schnellschuss Multiraketenwerfer und ein Bord-MMI, mit dem du dich über Direct-Link synchronisieren kannst. Wo habt ihr all das Zeug her? Hat Teddy auf einem Schrottplatz gefunden. Der Werfer funktioniert, aber wir hatten keine Munition. Glücklicherweise hat Dakota welche besorgt. Aber frag nicht wie. Ich umlaufe sie mal eben, weil ich nochmal kurz zum Waffenhändler gehen will. Nicht um irgendwas zu kaufen, sondern um mein Inventar kurz zu leeren. Sie? Hallo? Was hast du denn so im Angebot? Naja, die geilsten Feuerwaffen in den Badlands. Deshalb das Kind. Da. Es spielt mit Waffen. Ich glaube, es hat die Waffe versteckt. So, du wolltest reden? Komm rauf hier. Wozu diese Versammlung? Ist was passiert? Hab nichts mit der Mission zu tun. Spring rauf und du erfährst es. Wohin geht's denn? Also gut, wie? Es ist simpel. Wir alle, die hier sind, stehen in deiner Schuld. Und zwar enorm. Ja, du vielleicht, Zoll. Aber trotzdem bist du für uns noch ein Fremder. Ein Söldner aus Night City. Einer ganz anderen Welt als die, die wir kennen. Davon kann Panama ein Lied singen. Deshalb wird es Zeit, das zu ändern. Ist ein himmelschreiendes Unrecht. Ändern wir es. Du wirst ein Alde Caldo. Diese Familie wird für dich durch die Hölle gehen, wenn du sie brauchst. Bereit, Kiddo? Fuck, so. Du hast mir fast einen Herzinfarkt verpasst. Immer her damit. Du bist jetzt einer von uns, wie? Du gehörst zu den Alde Caldos. Schön, dass Danke, du dabei bist, wie. Und keine Sorge, wir bringen dich zu diesem Mikoshi. So läuft Willkommen es. Willkommen in der Familie. Ein Hoch auf das neue Mitglied der Alde Caldos. Eine Willkommen im Danke. Clan. Vielen Dank. Das bedeutet mir viel. Alles. Shit. Ich werde richtig sentimental. Schnell, ein Taschentuch. Sonst überflutet uns das arme Kind noch das Lager. Keine Sorge. Ist eh nur eine Formalität. Du gehörst im Grunde schon eine ganze Weile zu dieser Familie. Du hast mir den Arsch gerettet. Und laut Bobby auch den von Mitch. Von Panam ganz zu schweigen. Halt den Rand. Aber Sol hat recht. Ich meine, es ist so wie. Mein Leben war ein reiner Scherbenhaufen. Und du bist drauf rumgetrampelt. Aber manchmal braucht es das, damit man es wieder zusammensetzen kann. Okay, Leute, hergehört. Heute feiern wir, aber morgen wird ein mordsanstrengender Tag für uns. Erledigt euren Kram und dann ruht euch aus. Da müssen hin oder wir her. Einen trinken. Das ist deine Nacht. Auf dich, also genieß den Rummel. Auf dich! Mich ruhig vorwarnen können. Und all den Spaß verderben? Ich hab keine Hose mehr an. Bist du okay? Ich trag nur die Jacke und bin nackt. Ja, ja. Geht schon. Das bedeutet, ich hab allen meinen Lümmel gezeigt. Sorgen. Und? Wie sitzt die Jacke? Nicht zu eng? Alles okay bei dir? Die Jacke. Sie ist eine Ehre. Bedeutet mir viel.
Aber irgendwie wiegt sie auch schwer. Ihr habt mich aufgenommen. Vertraut mir. Ich... Vielleicht kehren wir von dem Einsatz morgen nicht zurück. Das wurde mir gerade erst richtig klar. Das ist der Beweis, dass wir das Richtige tun. Diese Verantwortung, die fühlt man, wenn man Teil einer Familie ist. Danke, Panam. Wenn du reden willst, ich bin da oben. Ich fasse es nicht. Hey, kleiner Junge, guck mal, ich trage keine Hose. Hast du welche übrig? Man nennt mich Yordle Power. Was ist das? Dann nehme ich noch 1240er, wenn der Kauter heute so großzügig ist. Nimm, was du willst. Und was ist der Anlass? Endzeitstimmung. Edle Geste. Fast schon dramatisch. Ja, praktisch. Ich gebe meine Vorräte weg, damit ihr die Hölle morgen überlebt, um zurück zu mir. Nein, C-Dur, dann geh. Wie läuft's, Jake? Alles okay? Mehr als okay. Mire läuft wie ein neuer Ölfilter. Scooter! Hyper! How much is the fish? Was spielst du? Kennst du den Song? Ein Leben voll, nur Asche von Blüten. Ihrem Herz sein Feuer brennt, Boden blühen, Einsamkeit, Massen der Schatten sind vergangen. Und das Sternlicht über ihm macht sein Herz weit. Doch das Feuer schlägt aus, er beweint sein versäumtes Leben. Blauer Pulle mit ner Pulle stiftet Streit, Junge will nicht aufgeben. Mit loderndem Herz schießt er um sich, schreit Weltenende. Bullenkugel löscht die Flamme, aber macht den Mann zur Legende. Ja, danke, Scooter. Wie du siehst, sind Standing Ovation für deinen Track. Salam alaikum. Nein, nein, C-Dur, dann geh. Okay. Hey, hast du Samurai-Songs drauf? In der Nacht wie heute singe ich nicht von Anarchie, sondern von Zusammenhalt, Bruder. Kennst du den Song? Nee, nicht nochmal. Nein, ich hab Feuer gefangen. Lustiger Mann. Tief im Herz sein Feuer brennt. Loden blühen. Oh, jetzt muss ich warten, bis der Track wieder der Track durch ist. Das Sternlicht über ihm macht sein Herz weit. Doch das Feuer schlägt aus, er beweint sein versäumtes Leben.
Blauer Bulle mit ner Pulle stiftet Streit. Junge will nicht aufgeben. Mit loderndem Herz schießt er um sich, schreit Weltenende. Bullenkugel löscht die Flamme, aber macht den Mann zur Legende. Die andere da vorbeischneit. Revolver, leere Flaschen. Irgendwo im Nirgendwo. Perfekt. Ich glaube an altbewährte Wege und Tag. Weiß nicht warum, aber ich traue Chrom einfach nicht. Beim Knall musst du der Stille in deinem Kopf lauschen. Das habe ich vor langer Zeit gehört. Da war ich in etwa so alt wie du. Bis heute nicht vergessen. Morgen wird's knallen, nicht zu knapp. Deshalb versuche ich mich auf diese Stille zu konzentrieren. Darf ich mitmachen? Weiß gar nicht mehr, wie es sich anhört, wenn mein Kopf sich nicht selbst zermalmt. Wenn du magst. 12 Flaschen in 15 Sekunden. Volle Konzentration. Nur so hast du eine Chance. Glaub nicht, dass du das hinkriegst. Werden wir ja sehen. Ziemlich selbstsicher. Verwette meinen Revolver, dass du es nicht schaffst. Ich fange an zu zählen, sobald du auf die Linie trittst. Und los! Scheiße, was hast du bloß für Tech da drin? Du könntest sogar mir noch was beibringen. Reifeleistung, Kiddo. Beim Knall musst du dir Stille in deinem Kopf lauschen. Also doch was gelernt. Das soll dich daran erinnern. Danke, Cass. Hast ihn dir verdient. Hals- und Beinbruch für morgen. Ah, da wird noch viel mehr brechen. Denk mal, bei Mitch kann ich noch eine Probefahrt machen. Aber vielleicht sollte ich erstmal wieder eine Hose anziehen. Obwohl, ne, es scheint ein Fehler zu sein. Weil ich hab all meine Klamotten an. Aber komischerweise ist mein Geschlecht auch verschwunden. Durch einen Fehler. Irgendwie, wenn ich die Jacke anziehe, fällt das mal eben kurz weg. Ich muss Sachen wieder aus- und anziehen, damit das funktioniert. Oder die hatten ein Problem mit meinem... Nee, so funktioniert das alles. Ein echter Lümmel. Man kriegt seinen Revolver und sein Revolver ist einfach nur Müll. Das wurde ja gepatcht, dass du nicht mehr nackelig bist außerhalb des Menüs. Habe ich gesehen. Mitch, finde ich auch gut, dass du mit mir redest. Wie es halt optional möglich sein soll. Meinst du, wir ziehen das morgen durch? Ich kenne diese Leute. Manche besser als mich selbst. Diese Konzentration und Entschlossenheit. Die Ruhe vor dem Sturm. Sie werden alles geben. Mhm. Das werden sie. Nachtsaul. Warte. Ich glaube, ich muss da noch was klarstellen. Du hast viel für den Clan getan. Und für mich. Mehr als irgend sonst jemand. Aber die Familie geht vor. Saul. Lass mich ausreden.
Im Moment könnte nur eins diesen Clan zerstören. Wenn Panam und ich, wenn wir getrennte Wege gehen würden. Die Aldecaldos würden noch eine Abspaltung nicht überleben. Verstehst du, was ich dir damit sagen will? Du hilfst mir nur, weil du keine Wahl hast. Du willst, dass der Clan denkt, dass du und Panam an einem Strang ziehen. Mit anderen Worten, Politik. So einfach ist das nicht. Wie? Ich schicke diese Leute morgen in den Tod. Deshalb muss ich wissen, dass ich das nicht nur für mich, dich oder Panam mache. Sondern für das Wohl des Clans. Versteh schon. Irgendwann wirst du es verstehen. Diese Jacke steht für etwas. Und zwischen uns, Sorrel? Alles okay? Morgen ist ein wichtiger Tag. Ruh dich ein bisschen aus. Wo ist denn noch einer mit Namensschild, mit dem ich reden kann? Setz dich! Wir haben da nämlich so ein kleines Ritual. Was denn für ein Ritual? Ein paar Kühle vor einem Überfall. Ah, so eins. Ist kein normales Bier, sondern eine der letzten Flaschen von unserem ersten Gig. Haben ein paar Kisten aufgehoben, als Glücksbringer. Wie war das noch? Scheiße, weiß nicht mehr wer, aber irgendjemand meinte, wenn die alle sind, ist das Glück der Aldecaldos aufgebraucht. Oh, du und dein abergläubischer Scheiß. Sagt der Bruder, dem die Hände zittern, wenn er eine aufmacht. Ich nehme einen Schluck. Hey, gar nicht übel. Auf morgen, auf eine sichere Rückkehr. Flasche ist immer noch genauso voll wie vorher. Wenn die beiden sich nicht versöhnen, fahren wir das Ding an die Wand. Bob, der ewige Optimist, nicht wahr? Wie? Du weißt sicher, wie es mit ihnen läuft, oder? Sie haben das Kriegsbeil begraben. Kriegsbeil begraben? Schön, dass Sie sich einig sind, uns auf eine Selbstmordmission zu schicken. Sei kein Arsch, Bobby. Ist nichts Persönliches, wie. Ich sag nur, wie es ist. Alles meine Schuld. Ich bring die ganze Familie in Gefahr. Tut mir so leid. Dir muss überhaupt nichts leid tun. Das wird eine ziemlich dreckige Angelegenheit, klar. Aber wenn die Aldecaldos aus der Asche auferstehen, dann dank dir und dank dieses Überfalls. Ausnahmsweise stimme ich ihm zu. Ich denke, Panam weiß genau, was sie tut. Aber weiß sie auch, was sie will? Sonst kann sie das Steuer im Clan nicht übernehmen. Immer mit der Ruhe, Kumpel. Noch übernimmt hier niemand irgendwas. Wir müssen uns auf morgen konzentrieren, Brüder. Wenn wir das überleben, können wir über Clanpolitik reden. Eins verspreche ich. Die Aldecaldos werden überleben. Dafür sorge ich selbst. Versprich nicht zu viel, Vi. Aber du hast recht. Der Clan könnte endlich aus der Asche auferstehen. Denke ich auch. Wenn wir Mikoshi überleben, wenn dieser verrückte Plan funktioniert, ist das ein Neuanfang für die Aldecaldos. Das ist Bobbys Einsatz, um falsch zu sein. Nee, komm. So ein Miesmacher bin ich auch nicht. Also gut, ich muss los. Wir sehen uns morgen. Wenn ihr echt erstmal fertig bin, irgendwas Wertvolles? Da sind Sportler beide einer Meinung. Und das passiert so gut. Nicht mal mit Stacheln an den Felgen. Du hast da ein bisschen geschlappt. Habt ihr alle echt nichts Besseres? Die Sensoren funktionieren in größeren Höhen nicht. Wir können hier. Ihr meditiert die große Kaffeekanne an. Nee, ich will nicht nochmal mit dir reden. Voll wichtig! Wichtig, dass du dich benimmst! Bei uns sagt man, wir sehen uns auf dem Pfad. Benedikt, hab ich recht? Ach, den wir gerettet haben. Hey, wie läuft's? Alles klar bei dir? Ja, schon. Bei dir? Kota meinte, ich soll eine Weile stillsitzen, weil Militech noch rumschnüffelt.
Aber mir fängt's an, in den Fingern zu jucken, weißt du? Leg dich besser nicht mit Dakota an. Ist ein gut gemeinter Rat. Und pass auf dich auf. Das finde ich eigentlich ganz witzig, dass die Leute, die man in den Aufträgen gerettet hat, was ja eigentlich, sag ich mal, niedrigstufiger ist, also finde ich, als die, hier draußen lernst du alles. Als die Nebenmission, dass die halt nochmal so auftauchen in Lagern oder bei der Polizistin bzw. der Journalistin, die wir helfen, der wir geholfen haben. Aber morgen gibt's hier vielleicht nichts mehr. So, mit wem kann man noch reden? Das wissen wir nicht, Bruder. Aber wenn du ihr das schreibst, macht sie sich nur Sorgen. Ja, hier haben wir das Schießen gemacht. Ach, das ist beabsichtigt, dass sie so sitzt. So, jetzt einmal speichern und neu laden. Oh, speichern ist derzeit nicht möglich. So viel dazu mit Speicher und lade neu und dann redet der Typ mit dir. Gibt kein Speichern. Weil CD Red hat sich gedacht, wenn du schon einen Bug hast, dass jemand nicht mit dir spricht, dann sollst du auch gefälligst diesen Bug verrecken. Das sind doch rote Marker, die gehen erst weg. Du hast schon mit ihm gesprochen wegen des Panzers. Ja, aber er meinte doch, nach dem Sonnenuntergang könnte ich mit dem nochmal... Könnte ich mit dem Panzer fahren, wenn die Schrauben angezogen sind. Ich glaube, dafür kannst du optional mit dem nochmal quatschen.